So, ja, dann starten wir die Aufnahme und damit ein recht herzlich willkommen zum frischen Video im Modul der Unternehmensführung. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit der Unternehmenskultur. Heute geht es um die Kurskorrektur. Die Unternehmenskultur als Erscheinungsform zählt zur informalen Organisationsstruktur und grenzt sich damit zur formalen Organisationsstruktur ab. Es existiert ein gemeinsames Weltbild, welches sich in Normen und Standards widerspiegeln. Wir unterscheiden hier drei Phasen einer Kurskorrektur der Unternehmenskultur, die ich mit euch kurz an durchgehen werde. Und zwar als erstes haben wir die Diagnose. Im zweiten Part die Beurteilung. Und drittens die Maßnahmen. Jetzt werden wir das noch kurz erläutern und dann sind wir auch schon fertig. Falls wir als Unternehmung eine Kurskorrektur vornehmen, können wir uns hier an den drei Phasen orientieren. Diagnose, systematische Erfassung der kulturellen Ausdrucksformen. Systematische Erfassung. Wir müssen also erstmal die Situation erfassen, in der wir uns befinden, der kulturellen Ausdrucksformen, Und dann können wir noch dazu schreiben, Erschließung der zugrunde liegenden Basisorientierung. Erschließung der zugrunde liegenden Basisorientierung. So, das heißt, wenn wir eine Kurskorrektur vornehmen möchten, also es läuft irgendwas falsch in unserer Unternehmung, dann müssen wir natürlich diesbezüglich erstmal das Problem feststellen. Und das Problem stellen wir mittels einer Diagnose fest, indem wir eine systematische Erfassung der kulturellen Ausdrucksform vornehmen, systematisch, und Erschließung der zugrunde liegenden Basisorientierung. So, dann müssen wir das Ganze beurteilen, was wir jetzt eben diagnostiziert haben, und zwar Abschätzung der Wirkung der Ist-Kultur. Abschätzung der Wirkung der Ist-Kultur. Die Ist-Kultur, ja, differenziert sich zur Soll-Kultur. Soll heißt immer den Zustand, den ich erreichen möchte. Ist der Zustand, wie er jetzt gerade gegenwärtig ist. So, dann und Ermittlung der Veränderungsbedürftigkeit. Also was wollen wir eigentlich verändern? Was ist Bedarf einer Veränderung? Veränderungsbedürftigkeit. So, also diagnostizieren, dann beurteilen. Und dann können wir erst die Maßnahmen einleiten. Und zwar Entwurf einer Kurskorrektur im Dialog mit den Betroffenen und zu guter Letzt Einleitung von Interventionen sowie Bestärkung
Bestärkung der Neuorientierung. Der Neuorientierung. So, wir finden uns ja hier in der informalen Organisationsstruktur, in der formalen Organisationsstruktur, okay. Da kennen wir unsere Struktur, die legen wir im Vorwege fest, meinetwegen divisional, funktional, Matrixorganisation, und die können wir dann je nachdem auch anpassen an die neuen Gegebenheiten. Meinetwegen, wenn wir jetzt ein Produkt produzieren als Industriebetrieb, wir haben eine funktionale Organisationsstruktur, könnten wir zu einer divisionalen Organisationsstruktur wechseln, wenn wir eben mehrere Produkte, unterschiedliche Produkte, nicht mehr homogene Produkte, sondern heterogene Produkte einführen. Hier haben wir ja ganz klar festgelegt, wann es Sinn macht, eine funktionale, wann es Sinn macht, eine divisionale Organisationsstruktur festzulegen. Vor allem, wenn wir viele unterschiedliche Produkte haben, die nicht homogen zueinander sind, dann würde ich immer zu einer divisionalen Organisationsstruktur tendieren, umgekehrt dann zu einer funktionalen Organisationsstruktur. Ja, die informelle Organisationsstruktur, die ist gar nicht so lesbar direkt. Deshalb nehmen wir eine Diagnose vor. Und wenn wir das die Unternehmenskultur diagnostiziert haben, was ja unsere informale Organisationsstruktur ausmacht, dann können wir sie erst beurteilen. Wenn wir sie beurteilt haben, dann können wir die Maßnahmen einleiten, um den Soll-Zustand zu erreichen. So, das soll es ja auch schon gewesen sein. Ist ein kleines Video geworden. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao.